Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Hello and a wonderful good morning. Welcome to the meeting, the Holy Spirit and His guidance. Freue mich heute wieder hier mit dir im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you again in this meeting. Und heute nehmen wir folgende Sätze durch. Today we will go through the following sentences. Also gestern war das Meeting nach 10 Minuten abgebrochen, deswegen nehmen wir heute diese zwei Sätze noch einmal durch. Yesterday the meeting was not finished, and so we go again through chapter Ja, to this ich sag, was es ist. Kapitel through chapter 15. Der heilige Augenblick. chapter 15, the holy instant. Römisch 6, der heilige Augenblick und die Gesetze Gottes. Romans 6, the holy instant and the laws of God. Sätze 3 und 4. So. Sentences 3 and 4. Vergessen zu sagen. Absatz 1, Sätze 3 und 4. It's paragraph 1, sentences 3 and 4. Wir schließen die Augen, verbinden uns einige Sekunden im Geist. We close our eyes and we connect for some seconds in spirit. Und lassen den Heiligen Geist die Führung übernehmen. And we let the Holy Spirit lead the way. Indem wir sagen, By saying, lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. will step back and let him lead the way. Und wir lassen den Körper leer werden und einen Zeitabschnitt unbesetzt. We let the body become empty and the moment in time unoccupied. Ja, dann sind wir jetzt zu der Vorlesung. Let's come to the reading. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken für die Kommentare, die gekommen sind And I hinsichtlich. want to say thank you for the comments which I received Hinsichtlich des Friedens Gottes. concerning the peace of God. Und ich finde, das sind erstaunliche Ergebnisse, die sich da zeigen. And from my point of view, there are astonishing results which are shown. Weil wir müssen davon ausgehen, als wir mit dem Kurs begonnen, When we started with the course, hatten wir quasi null Frieden. we definitely or we practically had like zero peace. Oder vielleicht 1%, Maybe 1%, wenn überhaupt, ja. Also, if at all. ich finde die Ergebnisse wirklich erstaunlich. I find those results really astonishing. Natürlich geben wir uns nicht damit zufrieden, ehe wir wirklich 100% Frieden haben. And of course, we are only then really satisfied when we have 100%. Also das heißt, in jeder Sekunde, in jedem Moment, einfach That ewig. means in every second, in each moment, eternal. Also tags und nachts und einfach immer. Throughout the day and also the night, simply always. Wenn wir den Frieden Gottes immer im Geist haben, dann sind wir auch wirklich im Frieden. If we always have the peace of God in mind, then we are really at peace. Und Jesus hat uns das zugesichert, dass wir das schaffen werden.
And Jesus actually promised us that we will manage to do so. Und deswegen glauben wir das und halten daran fest. And therefore we do believe it and we hold on to this. Und der Heilige Geist wird uns alle Hilfe zuteil werden lassen, die wir dafür brauchen. And the Holy Spirit will give us all the help what's needed for this. Manchmal sieht es sogar aus, als wenn es zuerst mal kontraproduktiv wäre. Sometimes it looks that at first it is like counterproductive. Was unter der Führung des Heiligen Geistes manchmal passiert. And this can happen sometimes under the guidance of the Holy Spirit. Jedoch, dies verwendet der Heilige Geist, um den Frieden vollkommen zu machen. But the Holy Spirit is actually using this to make the peace perfect. Wir müssen nur lernen, da drin zurückzutreten und zu beobachten. What we do have to learn is to step back and simply to observe. Also nicht zu urteilen. Means not to judge. Dafür brauchen wir natürlich einen Geist, der für uns sichtbar ist. And for this we do need a mind which is visible for us. Und das haben wir bereits. And this is what we have already. Unsere Gedanken sind für uns sichtbar geworden. Our thoughts have become visible for us. Und wir können sie deswegen dem Heiligen Geist immer übergeben. And therefore we can hand them over always to the Holy Spirit. Und er kann sie für uns transformieren. And he can transform them for us. Wir haben jetzt parallel zu diesem Kurs ja einen Podcast am Laufen. In the same time with this course, we actually do have a podcast. Und da bin ich gerade in dem Grundsatz der Wunder Nummer 12. And there I am actually at the principles of miracles. Principle number 12. Und da drin geht es um die zwei Arten zu denken. And that is about the two ways of thinking. Also einmal im niedrigeren körperlichen Denken. So, on one hand, on the lower physical level. Und einmal im höheren geistigen Denken. And on the other hand, the higher spiritual thinking. Ja, oder Level ist ja auch gut gesagt, ja. Oder Level ist ja auch gut gesagt. Oh, level is a good word also. Okay. Ja, das wollte ich noch mal kurz so meine Dankbarkeit aussprechen und jetzt gehen wir mal in den Text rein. Yeah, I just wanted to say thank you and to express my gratitude. And now we will start with the text. Also auch hier können wir sehen, ein Meeting ist halb abgebrochen und scheint für unseren Ego-Geist nicht gut zu sein. Also here we can see apparently a meeting was just stopped in the middle. And this doesn't seem to be good for our mind or according what we think. Jedoch, es ist ja kein Problem. But actually there is no problem in it. Heute kann ich das ganze Meeting einfach noch einmal machen. Today I can do the whole meeting again in total. Und dann ist es scheinbar vollkommen. And then it seems to be complete. Die Vollkommenheit liegt ja sowieso immer nur im Hier und Jetzt. And the completeness is always in the here and now. Sie liegt ja nicht im zeitlichen Kontinuum. And this is never in the timely con the time continuum. Also, ich lese jetzt vor. I start reading. Satz 3. Sentence 3. Unter der Anleitung des Heiligen Geistes. Under the Holy Spirit's teaching. So, und hier haben wir ja schon
die Worte, die der Name unseres Kurses überhaupt ist. And here we do already have the words of the name of our course. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, im Kurs in Wundern würde überhaupt nichts von einer Führung oder Anleitung durch den Heiligen Geistes stehen. So we can't say any longer or state something like that nothing is written about some guidance in the course of miracles. Weil ich habe das schon gesehen, dass es Leute gibt, die den Kurs so lehren. I have seen this already, that there are people teaching the course in that way. Sie verleugnen den Heiligen Geist einfach. They simply deny the Holy Spirit. Sie sagen, er ist gar nicht nötig. They say he's actually not necessary. Ich kann direkt zu Gott gehen. I can go to God straight or immediately. Aber warum steht dann hier Führung des Heiligen Geistes oder Anleitung des Heiligen Geistes in diesem Teil des Satzes? But why then is written here under the Holy Spirit's teaching? Ich sage dir, dieses ganze Buch hier geht nur um die Führung des Heiligen Geistes. And I'm telling you, the whole book, this whole book is only and only about the guidance of the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist funktioniert überhaupt gar nichts. Without the Holy Spirit, actually nothing at all is working. Du kannst ohne den Heiligen Geist überhaupt gar nicht erlöst werden. You can't be saved without the Holy Spirit at all. Selbst wenn im Handbuch für Lehrer auch ein Kapitel ist, kann ich auch Gott direkt erreichen. Even so, in the manual for teachers, there's a chapter where it says, can I reach God immediately Und or directly? da auch steht, dass das geht. And there actually is written that this is also working. Wir dürfen dabei nicht vergessen, der Heilige Geist ist letzten Endes auch Gott. And we shouldn't forget that in the end the Holy Spirit actually is also God. Und der Heilige Geist kann uns hier im Ego als einziges erreichen. And the Holy Spirit can reach us more or less only in the ego like this. Der Heilsplan Gottes ist so. The plan of salvation of God is like this. Er hat den Heiligen Geist ja dafür eingesetzt, um diesen Erlösungsplan anzutreiben. So he actually hat den Heiligen Geist dafür eingesetzt, um den Erlösungsplan anzutreiben, in Gang zu setzen. Let the Holy Spirit come to start the plan of salvation und ihn umzusetzen. And to make it happen. Und er setzt den Plan Gottes durch uns um. And the plan of God is actually effectuated by. Er setzt ihn durch uns um. Er. He. Der Heilige Geist. Setzt ihn um. The Holy Spirit is making the plan of God. Durch uns. Through us. Durch diese scheinbaren Traumfiguren. Through those apparent dream figures. Also durch die Illusion. By the illusion. Er nutzt die Illusion. He's using the illusion. Weil es kann ja nicht anders gehen. And it can't be any other way. Wir glauben, diese Illusion zu sein. Because we believe to be this illusion. Wir wären sonst machtlos, dort herauszukommen. And we would be actually powerless to ever come out of this. Wir müssen erstmal lernen, dass es eine Illusion ist und der Heilige Geist kann die Illusion für uns aufheben.
We have to learn that this is an illusion and the Holy Spirit can undo this illusion for us. Er kann sie aber nur aufheben, indem er sie transformiert. But he can only undo it by transforming it. Er kann sie nicht einfach aufheben und in den Papierkorb schmeißen. He cannot simply undo it and throw it into the bin. Ich sagte in einem anderen Meeting schon mal, oder wir haben im Kurs gelesen. And in another meeting I was saying already, or we were reading. Erlösung ist nicht nur von was. We are not only saved from something, sondern wir müssen auch irgendwo hin erlöst werden. but we have also to be saved to somewhere. Wir können nicht einfach nur von der Welt erlöst werden. It's not possible to be simply saved from the world. Ja, weil wir kennen das ja, erlöse mich von dieser grausamen Welt. So we know this, save me from this terrible world. Diese Welt ist so ungerecht. This cruel world, which is so unjust. Genau. Sondern wir müssen einen Platz haben, wo wir dann hinkommen. But we need a place where then we can come to. Es würde uns nichts nützen, wenn die Welt einfach nur gesprengt werden würde und wir alle mit. That is no, there would be no use. Oh no, it wouldn't make any sense if the world would simply explode and we also in the same time. Selbst wenn wir das glauben, dass das super wäre. Even if we sometimes think that this would be great. Aber das würde nur heißen, dass dann alle tot wären und das würde heißen, dass der Tod wirklich ist. But this would only mean that everybody would be dead and that in the same time death is real. Und der Tod nutzt uns gar nichts. But death is not at all useful for us. Was nützt der Tod uns? What use does the death have? Es hat keine Bedeutung. There's no meaning in it. Tod hat keine Bedeutung. Death doesn't make any sense. Es ist einfach, dass etwas nicht existiert. It's simply that something is not existing. Und das bedeutet nichts. And this has no meaning. Von diesem Konzept müssen wir lernen, loszulassen. And we have to learn to let go of this concept. In jedem Konzept, in dem der Tod eine Rolle spielt. In any concept where death is playing a role. Und dieses Konzept musst du dem Heiligen Geist übergeben. This concept you have to give to the Holy Spirit. Es führt zu nichts, es führt nur zu Leiden. It doesn't lead you anywhere, it only leads you to suffering. Es führt zu Depression. It's leading to depression. Es ist nur ein Angriff auf dich selbst. It's only an attack to yourself, against yourself. Und ein Angriff auf dich selbst ist gleichzeitig ein Angriff auf Gott. Angriff. Attacking yourself means attacking God. Okay, jetzt, ich habe so gelächelt und mein Kater hört so schön zu. I had to smile because my cat is listening so nicely. Okay. Okay. Schauen wir uns also diesen Satz noch einmal an. Unter der Anleitung des Heiligen Geistes. Under the Holy Spirit's teaching. Wird jede Beziehung als eine totale Verpflichtung angesehen. All relationships are seen as total commitments. Ja, erstmal bis zu diesem Komma hier. Until this comma first. Was ist überhaupt eine totale Verpflichtung? What actually is a total commitment? Und hier geht es ja auch wieder um Beziehungen. And here again, it is about relationships. Wir haben ja gestern in dem Meeting nochmal wiederholt. Yesterday in our meeting, we repeated. Dass es schon eine Beziehung gibt, wenn du nur über jemanden denkst.
we learned that there is already a relationship only by thinking about someone. Und dann haben wir in den vergangenen Meetings darüber gesprochen. And then in the past meetings we were talking about it. Dass es zwei Arten von Beziehungen gibt. That there are two kind of relationships. Es gibt natürlich genauso wie es scheinbar zwei Denksysteme gibt. Es gibt nur ein Denksystem und es gibt auch nur eine Art von Beziehung. And as there is only one thought system, there's also only one kind of relationship. Aber um aus dem Denksystem der Gefangenschaft rauszukommen, müssen wir erstmal lernen, dass es noch eine Alternative gibt, also zwei. Also ich mache nochmal langsam, um zu lernen. To learn. Aus dem Denksystem der Gefangenschaft. To come out of Herauszukommen. To come out of the system of imprisonment. Brauchen wir erstmal eine Alternative. We do need an alternative. Und diese Alternative ist ein zweites Denksystem, also müssen wir erstmal von zwei Denksystemen ausgehen. And this alternative is Brauchen this wir is zwei. and therefore we need two thought systems and therefore we need to assume that there are two thought systems. Genau. Und dann lernen wir, dass es in Wirklichkeit nur eins gibt, das wahre Denksystem. And then in the end we will learn that there's actually in truth only one thought system. Also du kommst aus dem illusionären Denksystem nur raus, indem du eine Alternative hast, das wahre Denksystem. So you only can escape the illusionary thought system. Sagst du nochmal den zweiten Teil von dem Satz? Wie kann ich da nur rauskommen? Indem du das wahre Denksystem kennenlernst. By starting to get to know the true thought system. Das wahre Denksystem ist das Denksystem des Heiligen Geistes. And the true thought system is the thought system of the Holy Spirit. Jetzt scheinst du eine Alternative zu dem illusionären Denksystem, also zum Denksystem des Egos zu haben. Now you seem to have an alternative to the thought system of the ego. Also hast du scheinbar zwei Denksysteme, die dir zur Verfügung stehen. So it seems that there are actually two thought systems at your disposal. Vorher hattest du nur eins, nur das Ego-Denksystem. Before you had only one, only the ego thought system. Und du hast geglaubt, das ist die Welt. Das ist die Welt, mit der musst du klarkommen. And you were thinking, this is the world. This is the world, and with this you had to cope. Jetzt hat ja der Heilige Geist ein zweites Denksystem gezeigt. Now the Holy Spirit has shown you a second thought system. Und jetzt glaubst du, du hast zwei Denksysteme, zwischen denen du hin und her wählen kannst. And now you think that there are two thought systems, which you can either choose this one or that one all the time. Und deswegen kommt es zu einer Art Wechselschau. And therefore it comes to a changing vision. Wechselschau heißt, du bist mal in der Schau Christi und mal in der Hölle. And a changing vision means sometimes you are in the vision of Christ and sometimes you are in hell. Jedoch, wenn du in der Hölle bist, but if you are in hell, scheint es manchmal, oder war es mal so, dass es schwer war, da rauszukommen. But when you have been before in hell, then it seemed to be very difficult to get out of it again. Obwohl du nur den Heiligen Geist anrufen musstest, hattest du das Gefühl, du kommst gar nicht raus aus der Hölle. You actually only had to call out for the Holy Spirit. Still, you felt that it was almost impossible to come out of hell again.
Und jetzt sehen wir schon 60% Frieden oder 90% Frieden, und das ist wunderbar. And now we are at this moment seeing 60 or 90% being at peace, and this is wonderful. Das ist fantastisch. It's fantastic. Als wir nur das Ego-Denksystem hatten, hatten wir nicht mal 1%. The time we only had the ego thought system, there we even didn't have 1%. Jetzt haben wir zwei Denksysteme und es können schon fast 100% werden. Now we have two thought system and now it's almost 100%. Und wir wünschen uns auf jeden Fall 100% oder sogar 110%. And we are hoping for at least 100 or even 110%. Wir wissen, 110% geht nicht, aber das ist so eine Redewendung, die man anwendet, um eine zusätzliche Sicherheit hineinzubauen. Das brauchen wir natürlich nicht. And of course, 110% is not possible, but this is like a way of saying, or trying to make it somehow very sure or very certain to bring certainty into it, but actually this is not needed. Wir können uns da voll auf den Heiligen Geist verlassen. We can count 100% on the Holy Spirit. Jetzt geht es nur noch darum, das Denksystem des Egos komplett fallen zu lassen. Now it is about to let completely go of the thought system of the ego. Und nur noch das Denksystem des Heiligen Geistes zu leben. And to only live the thought system of the Holy Spirit. Das bedeutet, du musst immer im Hier und Jetzt sein. And this means that you have to be always in the here and now. Jedes Abschweifen in die Vergangenheit muss sofort in die Korrektur gebracht werden. And every wandering off into the ego has, into the past has to be corrected immediately. Dafür haben wir ja die Führung, die Anleitung des Heiligen Geistes. And for this we do have the Holy Spirit's teaching. Nun, das scheint eine Art längerer Prozess zu sein über Jahre. Seems to be a ongoing process throughout years. Jedoch geschieht alles in einem Augenblick. But everything is happening in only in one instant. Genau jetzt. Exactly now. Im heiligen Augenblick. In the holy instant. Schauen wir uns also den Satz noch einmal an. Satz Let's take 3. another. Let's take another look at this sentence, sentence three. Unter der Anleitung des Heiligen Geistes wird jede Beziehung zu als eine totale Verpflichtung angesehen. Under the Holy Spirit's teaching, all relationships are seen as total commitments. So, jetzt sagen wir mal, wir haben eine Beziehung zum Heiligen Geist. Okay, so now let's say we have a relationship to the Holy Spirit. Und das ist das Beste, was wir jetzt so machen können. This is the best what we can do. Und ihm gegenüber haben wir jetzt eine totale Verpflichtung. And to him now we have a total commitment. Die totale Verpflichtung lautet: Ich will nur noch deiner Führung gehorchen, deiner Anleitung. And this total commitment goes like this. I, from now on, I only want to follow your guidance. Und gar nicht mehr der Führung des Egos. And not to the, I don't want to follow the ego's guidance any longer at all. So, wie du siehst, hier haben wir ein kleines, klitzekleines Problemchen. So, and as we can see now, here we have a tiny little problem. Weil es blitzt sofort ein Gedanke auf an dieser Stelle. Because at this point immediately arises a thought. Es kommt sofort eine Angst. Immediately comes a fear. Weil wir denken sofort, der Heilige Geist könnte uns so führen, wie uns das nicht gefällt. Because immediately we think that the Holy Spirit might guide us in a way that we wouldn't like it.
Und hier kann ich dich nur bekräftigen. And here I can only emphasize, Weil das ist absolut wahr. this is actually absolutely true. Im ersten Moment wird dir das nicht gefallen. In the first moment you won't like it. Aber je mehr du dich der Führung des Heiligen Geistes hingibst, desto mehr wird es dir gefallen. But the more you surrender to the Holy Spirit's guidance, the more you will like it. Weil du lernst, dass der Frieden Gottes alles ist. Because you are learning that the peace of God is everything. Alles, was du willst. Everything what you want. Und dass er alles für dich enthält. And it contains everything for you. Er enthält deine ganze, wie heißt das Wort jetzt nochmal? Er It con erhält dich. Ich werde Ja, von der ja, Liebe ja. Gottes erhalten, also sustain. Ah, gut, yes. Habe ich schon mal was gemerkt. Ja, super. I'm sustained by the love of God. Ich habe das Wort gerade gesucht. Das war auf einmal Ja, weg. also Gut, er cool. erhält dich, ja, der Frieden Gottes erhält dich. So you are sustained by the peace of God. Der Frieden Gottes erhält dich. The peace of God is sustaining you. Er erhält dich sozusagen am Leben. So he keeps you alive. Und dieses Leben ist ein glückliches Leben. And this life is a happy life. Wenn wir sagen, wir wollen gar nicht leben, weil wir ja traurig sind, When we say, but we don't want, I don't want to live because I'm sad. ich bin depressiv, ich bin traurig, I'm depressed, I'm sad. alle meine Brüder müssen ja sterben und so weiter, All my brothers are dying and so on. dann will ich ja gar nicht leben. Then actually I don't want to live. Dann nutzt mir das nichts, wenn mir einer sagt, ja, das erhält mich am Leben. Then this doesn't help me in any way if somebody else is saying, so, but this is keeping me alive. Dann denke ich ja insgeheime, Because then I'm thinking to myself, ja, es hält mich am Leben, aber ich will doch sterben. okay, it's keeping me alive, but actually I want to die. Am liebsten will ich, dass ich und alle anderen auch, dass alle sterben. And actually I would like that everybody else is also dying. Das ist Ego-Denksystem. Das ist dieses normale Denken im Dego-Eng-System. Im Ego-Denksystem. This is the normal ego thinking, the normal thinking in the ego thought system. Wenn du das in deinem Geist beobachten kannst, diese Art so zu denken, If you can observe this way of thinking in your mind, dann hast du dein Ego-Denksystem gesehen. and you have been see have seen your ego thought system. Dann bist du nicht glücklich in diesem Moment. Then in this moment you are not happy. Aber du solltest dich dann daran erinnern, dass du glücklich sein willst. But then you should remember that actually you want to be happy. Und dass du das, was du im Ego-Denksystem denkst, dem Heiligen Geist schnell übergibst. And that you can give into the hands of the Holy Spirit, what you are thinking now within the ego thought system. Damit er dich direkt wieder glücklich machen kann und alle anderen mit dir. So that he can make you immediately happy again and everybody else with you. Also sagen wir, unsere Verpflichtung gegenüber dem Heiligen Geist ist, dass wir nur seiner Anleitung folgen wollen. So let's say that our commitment to the Holy Spirit is that we only want to follow his guidance. Ich muss mal ganz kurz shoppen. Okay, machen wir also jetzt da an dieser Stelle weiter. Let's continue at this point. Wie geht der Satz weiter? Schauen wir einfach mal, wie der Satz weitergeht. Let's have a look how the sentence continues.
Verpflichtung angesehen und dann geht's weiter mit. Und dennoch steht sie keineswegs mit anderen in Konflikt. Yet they do not conflict with one another in any way. Also das heißt, wenn ich die Beziehung mit dem Heiligen Geist als absolute Priorität sehe, So this means that by seeing the relationship to the Holy Spirit as the main priority, dann steht sie trotzdem nicht mit allem anderen in Konflikt. and still it is not in conflict with all the rest. Das heißt also, die Welt existiert weiter. This means the world continues to exist. Du kannst in deiner Welt auch weiterleben, weitermachen. And you can continue living in your world. You can keep going with your world. Und trotzdem kannst du 100% dem Heiligen Geist deine Zuwendung geben. And in the same time, you can give 100% of your attention to the Holy Spirit. Er führt den Himmel in deiner Welt ein. He will introduce heaven into your world. Also wie geht das jetzt? Wie kann der Heilige Geist den Himmel in deiner Welt einführen? So how does this work then now? How can the Holy Spirit introduce heaven into your world? Also ich nehme mal so ein Beispiel aus meinem Leben. So I will take an example from my life. Da hießen manche Leute plötzlich die Freude Jesus. So suddenly some people in my life had the name the joy of Jesus. Waren chinesische Menschen. Chinese people. Und sie trugen diesen Namen. Das war ein chinesischer Name. And they had those names. That was a Chinese name. Und ich habe sie gefragt, was hat dein, ich wusste immer, diese chinesischen Namen haben immer eine Bedeutung. So I knew that Chinese names actually always have a meaning. Und dann fragte ich, was hat dein Name für eine Bedeutung? Then I was asking, what kind of meaning has your name? Dann sagte sie, ja, die Freude Jesus. Then this person was saying the joy of Jesus. Und einige Wochen später habe ich wieder jemanden kennengelernt. Es war, glaube ich, die Schwester von der Person. And then some weeks later, I got to know another person. I think it was the sister of this person. Und sie hieß die Gnade Jesus. And her name was Grace of Jesus. Und da wusste ich, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort war. And then I knew that I was at the right time, at the right place. Manchmal siehst du vielleicht auch ein Straßenschild, was heißt unter Gottes Gnaden. And sometimes maybe you see a sign of a place or of a city with a name under God's grace. Also in Köln gibt es eine Straße, die heißt tatsächlich Unter Gottes Gnaden. In Cologne, in Germany, actually there is a street which has this name under the grace of God. Und der Heilige Geist kann viele Möglichkeiten in deinem Leben einspielen, um dich zu erinnern. And the Holy Spirit can insert a lot of situations into your life to remind you. Er kann die Liebe Gottes durch dich ausdehnen und viele Erinnerungen an Gott. He can extend the love of God and many memories or many ways to remember God. Er kann diesen einen Moment, diesen heiligen Augenblick für dich ewig ausdehnen, auch wenn du jetzt einen Termin hast. And he can extend this one single instant into eternity, even if you are
having an appointment right now. Du kannst dich also jetzt voll auf den Heiligen Geist konzentrieren, obwohl du vielleicht denkst, ja, aber ich habe gleich einen Termin, ich muss mich jetzt schon darauf konzentrieren. So now in this moment you can focus 100% onto the Holy Spirit, even though you might think, oh, I'm going to have an appointment in a moment and I'm focused on this. Das ist das Geistestraining. This is the training of the mind. Nur das und es spitzt sich zu. Only this and this will come to a culmination. Der Heilige Geist wird es sich zuspitzen lassen. The Holy Spirit will make it culminate. Es wird immer spannender und immer enger. It will become more and more exciting and more and more tight. Und doch wirst du immer sehen, du bist immer zur rechten Zeit am rechten Ort. But you always will see that you are always at the right place and at the right time. Okay, was steht hier noch? So what else is written here? Also es steht nicht in Konflikt mit der Welt, haben wir jetzt gelernt, okay? So here is written, there is no conflict with the world. Ja, hier steht zwar Beziehungen, aber Welt ist ja Beziehung. Here is written relationships, but the world consists in relationships. Kannst du dir eine Welt vorstellen, wo keine Beziehungen sind? Can you imagine a world where there are no relationships? Einfach nur du allein und dann die ganze Welt? Only you alone and then nobody else. Und die ganze Welt? And the whole world. Und dann hast du immer noch die Beziehung zur Welt. And then you still have the relationship to the world. Also ohne Beziehung funktioniert gar nichts. Nothing works without relationships. Aber wir haben noch nicht diese zweite Art von Beziehung besprochen. But we didn't talk so far about this second way of relationship. Und das dauert lange, weil ich das erklären muss. And this takes a longer time because I need to explain this. Aber ich versuche es mal ganz kurz zu erklären. But I want to try to explain it in a very short way. Die Beziehung mit Gott ist ein Einssein. The relationship with God is oneness. Und das ist nicht eine Art Beziehung, wie wir sie kennen in der Welt. And this is not this way of relationship as we know it in the world. Aber hier im Kurs steht, dass das auch eine Beziehung ist. But here in the course it's written that this is also a relationship. Und dass der Heilige Geist alle Beziehungen in deiner Welt so verändern wird, dass sie alle so sind wie die Beziehung zu Gott. And that the Holy Spirit will transform all your relationship in the same way so that they are like a relationship with God. So, das wäre großartig, oder? This would be fantastic. Wenn wir keine it? Angst vor Gott haben, ist es großartig. If we are not afraid of God, this is great. Doch zuerst haben wir große Angst vor Gott. But we are very afraid of God in the first place. Und dann lernen wir viele Lektionen, um diese Angst vor Gott erstmal abzubauen. And then we learn a lot of lessons to first let go of the fear of God. Und dann lernen wir, dass Gott für uns nur Glück will. And then we learn that God only wants happiness for us. Also dann ist es gut, wenn jede Beziehung auf der Welt so ist, als wäre sie mit Gott. So in this way it's great when every relationship in the world is in the way as if it was with God. Dann will uns niemand was Böses. Alle wollen nur Glück für uns. Then nobody wants to do us any harm. They only want Glück. They only want happiness for us. Das ist so schwer für uns zu verstehen, dass wir es noch nicht mal übersetzen können, ja?